Am Samstag ist Halbzeit für die Mühlacker Gartenschau Enzgärten. Die Macher des rund 10 Hektar großen Geländes entlang der renaturierten Enz hatten bei der Konzeption auf das Motto Qualität statt Quantität gesetzt. Den Besucherzahlen nach scheint das Konzept aufzugehen und die Halbzeitbilanz zeigt, dass wir eine äußerst erfolgreiche Gartenschau haben und auch, denke ich, stolz sein können auf unsere Gartenschau. Und das Besondere ist, dass die Mühlackerinnen und Mühlacker sagen, wir sind stolz auf unsere Stadt, dass wir so etwas hingebracht haben. Und das zeigt sich natürlich auch im Verkauf unserer Dauerkarten, aber auch bei der Besucherzahl. Wir hatten ja bis 13. September mit 250.000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet und haben jetzt zur Halbzeit eben schon diese Zahl erreicht. Deshalb glaube ich, dass wir sagen können, wir haben eine erfolgreiche Gartenschau hinbekommen. Den Erfolg der Gartenschau schreiben ihre Macher auch dem vielseitigen Ausstellungskonzept zu, für das sie anlässlich der Halbzeitpressekonferenz beispielhaft die Schaugärten der Landschaftsgärtner erwähnten oder den Beitrag der Friedhofsgärtner zu interkulturellen Bestattungsformen sowie die in Mühlacker einzigartige Wasserfloristik im Bereich der stillen Enz. Die große Hitzewelle lässt momentan nicht nur die Gartenschaubesucher etwas spärlicher werden, sondern fordert vor allem auch besonders die für die Blumenpflege Verantwortlichen. Da wir unseren Personalaufwand deutlich aufstocken mussten, was die Bewässerung unserer Blumenbeete angeht. Wir wollen natürlich, dass die Blumenqualität nach wie vor in einem optimalen Zustand sich befindet. Und da heißt es richtig Hand anlegen, da wird jedes einzelne Beet nochmal durchgeschaut. Wie sieht die Bodenfeuchte aus im Beet selber? Da wird wirklich justiert und Maß genommen bei den jeweiligen Beeten, um da die perfekte Pflege hinzubekommen. Noch ist den Blumen die Hitze nicht anzumerken. Und auch was die Baumpflege angeht, haben die Verantwortlichen tief in die Trickkiste gegriffen, um für ausreichend Wasser zu sorgen. Schließlich soll die Gartenschau Enzgärten sich noch bis zum 13. September als Anziehungspunkt für alle Generationen präsentieren.